Ladies and Gentlemen, heute machen wir etwas ganz Besonderes, denn ich muss meine Theorie mal testen. Was das ist, das erfährst du nach dem Intro. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende des Videos dran und wenn euch das Ganze gefällt, vergesst nicht, Like da lassen, Mitglied werden, dem Kanal unterstützen und boy oh boy, hoffen, dass wir überleben heute. Könnte echt witzig werden. Das sind echt üble Gegner. Na gut, bis gleich. Okay, ich war mir bis gerade nicht sicher, ob ich richtig bin, aber offenkundig bin ich recht. Tisch. Sorry, ich war gerade etwas abgelenkt. Ja, wir gehen nämlich heute mal hierhin. Zum Hafen der zweifach Ertrunkenen. Denn ich muss meine Theorie testen, ob die Fischwesen mega geile Waffen haben und was wir da so finden. Und ich meine, wie könnte man das besser testen, indem wir schlicht und ergreifend mal ihren Sitz hier stürmen und dann einfach mal gucken, was wir so am Ende finden, ne? Wisst ihr jetzt, warum ich meinte, das sind echt üble Gegner? Die kriegen wenig Schaden, aber machen dafür ziemlich viel. Aha. Nichts Cooles dabei. Well, ich würde sagen, ab nach unten. Nicht ganz abgefangen. Schade. Also ihr müsst da so ein bisschen Gefühl für entwickeln. Wenn ihr das auch mal so vorhabt, so cool zu sein wie ich, dann da müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was für tun. Was? Kristallernen? Okay. Mir war bis gerade nicht bewusst, dass das eine Aufgabe ist. Okay. So leicht haben wir das geschafft. Verdammt! Vergessen, die Glasflaschen wegzutun. Ach, 0,2. Na, das geht ja noch. Hey, haben wir noch irgendwelche Aufgaben? Stiegische Invasoren, Vogelkreaturen, Waffe, graue Riesen, Löwen. Ah, Löwen und graue Riesen könnte man kombinieren. Theoretisch. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man die Kamera so dreht, ja, so, sieht das schon pretty epic aus, oder? Wenn wir es dann nochmal ganz kurz so hinstellen würden, hat doch schon was, oder? Müsst ihr zugeben. Ist ein schöner Screenshot. So, was haben wir hier? Ups, sorry. Gut, dann haben wir das ja auch gelernt. Ist Leuchtschleim? Leuchtschleim. Wofür auch immer wir den brauchen, aber hey, Leuchtschleim. Yay! Gab's hier noch irgendwas? Manchmal gibt's die beiden Dinge, die wir lernen können am Eingang. Manchmal nicht. Alright, dann not. Also dieser, ich weiß nicht, das ganze Wasser hier, das hat schon irgendwas. Macht schon was her, doch. Können wir nicht direkt schon am Ende sein, weil sonst müssen wir noch so viel von diesen Mistviechern platt machen. Okay, also die Kleinen gehen. Voll gut. Also die Großen sind eigentlich eher das Problem. Hätten wir doch jetzt mal zwei Sonjas, was? Oh, das Leben hier schön. Und für die Gegner echt beschissen. Na gut, ich würde sagen, wir helfen mal ein bisschen. Mich stört das ein bisschen, dass sie so wenig Blutungen auslöst. Irgendwie kommt sie nie dazu, eine zweite mal auszulösen. Das heißt, ich überlege gerade, ob wir die zweite Sonja, die dann einen anderen Namen bekommt, nicht ausstatten mit irgendwas Geilerem, wie Dolche oder so. Ah, guck mal an. Ah, eine 55er, die brauchen wir nicht. Wenn ihr wissen wollt, was die ganzen Zahlen bedeuten, da müsst ihr mal einen Guide für gucken. Für Treibgut. Und glaub mir, es lohnt sich. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Gift funktioniert einfach nicht so gut bei denen. Seht ihr, sie hat schon wieder nur eine Blutung hinbekommen. So funktioniert mein ganzer Plan auch nicht. Ich wollte, dass wir die Gegner in jedweder Hinsicht exterminieren können, indem wir... Oh boy. Indem wir denen so ziemlich alles auferlegen, was geht. Krankheiten, Gift, abtrennen, was weiß ich, Hepatitis C. Halt alles, was man so in irgendeiner Weise drauf bratzen kann, wollte ich in irgendeiner Weise auch drauf bratzen, aber nein. Und dann gibt's halt noch die dicken anderen Wumsel. Und zwar die da rechts. Also wie ihr seht, es gibt hier sehr viele Gewumsel. Kleine Wumsel, braune Wumsel, dicke Wumsel, viele Wumsel. Lass uns doch mal das hier mitnehmen. Und ich wäre dafür, das ist nur meine persönliche Meinung und die zählt, dass wir die beiden Sachen auch noch mitnehmen. Alright. Alright. Fast ohne Hilfe. Also, ich weiß nicht, dieser Dungeon ist nicht unbedingt das, was ich meine Glanzstunde nennen würde an Selbstständigkeit. Wenn ihr irgendwas seht, was ich im Let's Play vergesse, zum Beispiel irgendwelche Sachen, die wir am Boden looten konnten, wie diese rückgebildete Flosse oder whatever, please, don't hesitate to tell me. Sag mir Bescheid, ja? Ich find's enorm scheiße, wenn wir irgendwas vergessen.
Mögt ihr einen ganz bestimmten Vault? Also das hier sind ja die Vaults, ne? Nur falls da Missverständnisse entstanden sind. Das hier sind die Vaults. Gibt es irgendeinen, den ihr besonders mögt? Oder hasst ihr sie alle gleich? Quasi wie ich. Was haben wir hier noch? Ja, das können wir gebrauchen, das können wir gebrauchen, das können wir gebrauchen, bla 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 bla. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Oh, interessant, dass uns Fischmenschen unter Wasser nicht verfolgen können, oder? Findet ihr das nicht auch ein bisschen skurril? Ich meine, guckt euch deren Gesichter mal an. Sehen die aus, als könnten die nichts mit Wasser anfangen? Also sorry, die sehen aus wie die FDP-Jugend. Und sie verhalten sich auch ein bisschen genauso. Einfach sinnlos befreite Bulldozer, die nichts können. Ja, klingt wie die FDP. Das hat so ein bisschen so ein Lindner-Lächeln. So, was haben wir hier noch? Ja, das können wir mal mitnehmen. Okay, so, das wäre jetzt schon mal also erledigt. Sonja, ich möchte mich nochmal in aller Form bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich uns 40 Gegner gepult habe und mehrfach fast gestorben wäre. Und dass du diesen ganzen Kram jetzt auf dich nehmen musstest. Wegen mir. Sorry. Es ist nicht immer ganz leicht, meine Angestellte zu sein. Ich weiß. Dafür stimmt das Weihnachtsgeld. By the way, wir feiern kein Weihnachten hier, oder Sonja? Tschüss. Wow. Funcom, ihr wisst, wie Wasserwiderstand funktioniert, oder? Bezüglich Fallgeschwindigkeiten. Ich meine ja nur, auch eine Ragdoll kann schwimmen. Wusstet ihr, dass Leichen oben schwimmen? Just saying. Hier, habt ihr die rückgebildete Flosse, okay? Schuppe. Entschuldigung. Rückenschuppe. Okay, wir heilen uns jetzt erstmal nochmal hoch. Mei, den Göttern, das war ein bisschen viel. Hast du noch Essen? Ja, notfalls kriegst du meins. Okay, das sieht doch schon mal langsam aus, als ob da hinten das Ende wäre. Dies gilt es übrigens sehr zu begrüßen, weil ich habe keine Lust mehr auf diese Fischköpfe. Also wir müssen auch nur es einmal überleben, denn es geht tatsächlich nur um das, was wir am Ende quasi als Belohnung kriegen. Und zwar brauche ich, warte mal, das Rüstungsset? Nee, das Waffenset. Hast du gerade Sonja ausgelacht? Ich glaube, es hackt hier. Und du? Was willst du? Götter werden dich holen! Verdammt, ich komme nicht zum Tee trinken. Ich muss heilen. Ich brauche Tee. Okay, Sonja, du übernimmst. Ich muss kurz was trinken. Ah, jetzt geht's. Und zack, siehst du, ich brauchte nur meinen Tee. Bang! So, jetzt schreibt ihr mal Folgendes in die Kommentare. Was habt ihr denn heute so gemacht? Es müsste ja jetzt... Warte mal, wenn ich die Folge richtig einschätze und ich mich nicht vertan habe im Upload, bla bla... Da müsste es ja schon ziemlich spät im Jahr sein. Also quasi schon wieder Ostern, fast. Ich denke, jetzt sind dann auch schon wieder die Weihnachtsmärkte für 23. Im Jahr in Deutschland ist ja immer alles ein bisschen früh. Okay, also was habt ihr bis jetzt so gemacht? Wie geht's euch? Habt ihr schon Weihnachtsgeschenke? Feiert ihr überhaupt Weihnachten oder gebt ihr genauso einen Scheiß darauf, wie ich das tue? Hey, und wenn ja, was feiert ihr denn? König Glibber, na super. Das neue Slide-System ist einfach geil. Sie holt sich immer den Finish. Das war mein Kill. Ihr habt's gesehen? Ihr seid Zeuge. Zeuginnen. Whatever. Ihr habt's gesehen? Der gehört ihm hier. Na komm, wir haben nicht ewig Zeit. Die Leute wollen ja auch noch was anderes machen. Die müssen ja ihre Lebkuchen für Weihnachten backen. Ich ist ja schon wieder fast soweit. So, komm, jetzt haben wir das auch geschafft. Das Türchen ist offen. Schön, schön. Wie viele haben wir dabei? Zwei. Kriegen wir euch gepult irgendwie? Das ist gut. Ich hätte irgendwie gehofft, dass wir genau das so hinkriegen. Ist da noch mehr? Über die ich Bescheid wissen sollte? Nö, ja dann. Geh mal anklopfen. Sie soll die First Aggro erwischen. Na guck, der ist wieder ein Boss. Habe ich jetzt gerade ernsthaft Schaden bekommen für quasi nichts? Holla. Alter, ja, und Wumms dahinter. Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Jetzt stellt euch mal vor, von denen wären noch 3, 4 hier. So als Wächter. Ähnlich stark. Ich weiß nicht, wer die designt hat, aber es wurde anscheinend sehr, 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 sehr viel Achtung auf deren Hintern gelegt, weil alles andere sieht sehr unförmig aus. Hintern scheint das Einzige zu sein, wo die Leute drauf Wert gelegt haben. Gut, gut. Hey. I don't judge. Aber es ist schon sehr befremdlich, wo wir unseren Gladius die ganze Zeit hinstecken. Oh, ich dachte, RCS macht wieder sein Gift-Dings da. Hey! Ah, verdammt, jetzt wollte ich Sonja helfen und dann sowas. Easy.
Okay. Okay. Hey, wisst ihr, was jetzt Zeit wird? Für ein bisschen Geschichte. Zack. Laufen. Okay, und Märchenstunde. So ganz ehrlich, von der Animation her ist nicht bahnbrechend. Es ist eigentlich nur ein Bild, wo man ranzoomt, aber die Geschichte dahinter ist schon eigentlich ganz cool gemacht. Schade, dass Funcom einfach irgendwie anscheinend kein Geld besitzt für gute Storywriter, aber so ein Ansatz ist da. Okay? Das muss halt passen. Oder irgendwas Cooles hier? Nö, an sich nicht. Also, Eier brauchen wir eigentlich auch nicht, aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Das waren die Rüstungen. Da haben wir es. Ertrunkenen Waffenkammer. Und, nee, ich wollte hier hin. Genau. Ertrunkenen Waffenkammer, da haben wir es doch. Ah, die phyroxischen Waffen sind das. Ja. Okay. Liebe ZuschauerInnen, wer auch immer das gepostet hatte, ich war mir nicht mehr ganz sicher gerade. Nicht böse sein. Ja, du hast recht. Du hast recht. Die Waffen von den Ertrunkenen sind mit denen der grauen Riesen fast gleichzusetzen, ja. Okay, übrigens, wenn ihr mal was wollt gegen Kälte, ne? Fäuste der Ertrunkenen. Es gibt keinen Schutz gegen Kälte, der höher ist als das da. Flossen, Fäuste und Aspekt. Bringt euch das irgendwas? Komm, wir gucken uns das mal an. Wir wollen ja mal gemeinsam wissen, ob das sich lohnen würde. Flossen, Fäuste und Aspekt. So. Flossen. Reinigend. Whatever. Flossen. Fäuste. Gut. Beweglichkeitswaffenschaden. Nice. Gesundheit. Mittelschwere Rüstung. Aber wir haben ja schon Jills. Also, nö. Und wie gesagt. Nice. Mittelschwere Rüstung. 95er Wert. Zu Jill 28. Aber hey, die Ausdauer. Das ist mega. Und, aber Gesundheit 40 und Beweglichkeitsschaden. Ziemlich cool. Unter Wasser atmen. Na gut. Nicht wirklich immer. Was heißt das hier wohl? Wiefern? Was darf ich daraus lesen? Was von Verwandlung die Füße des Trägers zu Flossen ist vermutlich ursprünglich. Bla bla bla. Kann das jetzt nicht gerade irgendwo testen, oder? Ah, da müssen wir wieder so weit zurück. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Achso, sorry. Das muss weg. Und das muss weg. Ja, die phyroxischen Waffen, die sind ziemlich cool. Die hatte ich sogar tatsächlich mal überlegt, ob wir das unseren zweiten Sonja geben. Unserer zweiten Sonja. Entweder die oder die. Das wären einmal die Dolche. Die sind nämlich vergiftet und haben Bluten. Mega cool. Und das hier ist auch vergiftet und hat verkrüppeln. Also wir kriegen auf jeden Fall Gift drauf, wir kriegen Krüppeln drauf und, aber sie müsste auch, glaube ich, verkrüppeln auf ihrer Waffe haben, oder? Ja, verkrüppeln und bluten. Dann haben wir noch mehr verkrüppeln und vergiftet. Und wir könnten dann theoretisch das nehmen, um die Blutungsstacks und die Vergiftungsstacks noch hochzuhauen. Aber wir sind ja schon hier drauf. Wir gehen auf vergiftet weiter. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Vielleicht können wir tatsächlich mal Dolche nehmen mit Krankheit oder so. Einfach, dass die nur noch mehr Zeug drauf kriegen. Na gut. Ach, jetzt habe ich vergessen, euch was zu zeigen. Ich wollte das einmal im direkten Vergleich mit Sonjas haben. Hier haben wir 78 zu 22, was natürlich eine Mega-Waffe ist. Hier. Und hier haben wir 57 zu 22. Also, aber dafür habt ihr vergiftet und verkrüppeln. Hier habt ihr Bluten, verkrüppeln und Waffe. Und diese hier ist noch legendär. Bringt euch an sich nicht viel, aber sie hält zum Beispiel etwas länger, seht ihr? Haltbarkeit. Ist deutlich höher, Gewicht ändert sich. Also das Gewicht ist geringer, die Haltbarkeit ist höher und dafür ist auch der Schaden. Naja, gut. Das wollte ich euch nur mal im direkten Vergleich zeigen. Also an sich, die phyroxischen Waffen sind ziemlich geil, aber die haben halt nicht so viel Power wie die grauen Riesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es überhaupt noch andere Waffen gibt. Naja, gut. Eine Sache möchte ich noch testen. Ob sie es irgendwann mal nehmen wird. Ich gehe jetzt mal nach Hause mit unserem Blut. Und wir haben schon zwei Gewölbe fertig. Total nice. Wir werden aber alle anderen selbstverständlich auch mal irgendwann machen.
Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr pro Monat mindestens wie viele Walls sehen möchtet. Das täte mich tatsächlich mal interessieren. Lass mal was essen. Cool. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Valadoeris. Euer Wolf.